Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenges und zwar dieses Mal zu einer wirklich extrem verrückten, denn es geht heute um das Pokémon Wurmels aus der dritten Generation und ich habe versucht damit einfach die gesamte Smaragd-Edition komplett durchzuspielen. Und wer Wurmels nicht kennt, dieses Pokémon hier hat eine sehr, sehr schlechte Fähigkeit und zwar hat es die Fähigkeit Schnarchnase, die bewirkt, dass es wirklich nach jeder Attacke erstmal einmal aussetzen muss. Ich kann nur jede zweite Runde angreifen und dieses Handicap hier ist so gigantisch, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Also im Vergleich zu dieser Challenge hier war die Sonnenkern-Challenge ein Spaziergang. Aber ich würde sagen, wie es mir ergangen ist, dazu kommen wir gleich. Aber vorher schaue ich mir mal kurz mit euch die Basiswerte an und die könnten wirklich besser sein, ne? Wir haben hier eine Basiswertsumme von nur 280, also gerade mal 100 Punkte mehr wie Sonnenkern. Und die physischen Werte sind auch ganz okay, genauso wie die KP, aber die Spezialwerte sind grausam und die Initiative ist noch grausamer. Also stark ist dieses Pokémon jetzt nicht unbedingt. Aber gut, wir kommen, würde ich sagen, mal zu den Regeln. Ich darf logischerweise in Kämpfen nur das Pokémon Wurmels einsetzen, also wenn das Pokémon beispielsweise ausgetauscht wird oder besiegt wird, habe ich den Kampf sofort verloren. Aber ganz wichtig, Freunde, ich muss leider hier eine Ausnahme machen in der dritten Generation und zwar gibt es in diesem Spiel hier Doppelkämpfe, die nicht vermeidbar sind. Und wenn ich geforst werde, Doppelkämpfe zu machen, darf ich als Partner-Pokémon nur irgendwelche sehr schlechten VM-Sklaven nutzen, die mir gefühlt gar nichts bringen. Also das ist so eine kleine weitere Auflage, weil wenn ich halt gar keine Doppelkämpfe machen könnte, wäre diese Challenge hier von vornherein halt gar nicht vorstellbar. Also naja, da könnte ich logischerweise in der dritten Gen gar keine Challenges machen. Das fände ich sehr schade. Deswegen muss ich hier halt eine Ausnahme machen. Und das impliziert auch schon quasi die nächste Regel, und zwar darf ich logischerweise VM-Sklaven fangen, um halt einfach, naja, so Attacken wie Zerschneider zu haben, weil ich sonst logischerweise nicht mal weiterkommen würde irgendwann in der Overworld. Und naja, Glitches und Exploits darf ich logischerweise auch nicht benutzen, damit ich halt nichts skippen kann, wäre ja auch ziemlich langweilig. Und die Challenge startet logischerweise mit dem Erhalt meines ersten Wurmels, und weil ich halt hier einen Randomizer einsetze, kann ich mir hier Wurmels sofort als Starter-Pokémon geben. Und gewonnen ist die heutige Challenge, wenn ich es schaffen sollte, in der Liga zu siegen und der Champ zu werden. Und als Bonus-Challenge, Leute, werde ich auch versuchen, den guten Troy zu besiegen nach der Story, der ungefähr so stark ist wie Trainer Rot in der zweiten Generation. Also, ihr könnt euch da auf jeden Fall schon mal auf einen krassen Endfight einstellen. Und ich werde zudem versuchen, keine Items einzusetzen innerhalb von Kämpfen. Also, naja, keine Tränke, keine Elixiere, es ist alles komplett verboten, was diese Challenge hier logischerweise nochmal deutlich, deutlich schwerer macht. Also locker dreimal so schwer oder so. Und die einzige Ausnahme sind hier die Items, die ich Wurmels zum Tragen geben kann, weil ich finde diese tragbaren Items immer sehr taktisch und ich fände es irgendwie schade, wenn ich die bei meinen Challenges niemals einsetzen dürfte. Aber gut, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Und wie es mir ergangen ist, das werde ich jetzt vorstellen und ich muss sagen, diese Challenge hier war alles andere als ein Spaziergang. Und was soll ich sagen, Freunde? Wir starten heute logischerweise mal wieder mit der Wahl des Starters und naja, ich habe dieses Mal dafür gesorgt, dass meine Rivalin das Pokémon Flamly bekommt, weil das wird später zu einem Logok werden, das Feuerkampf ist. Das bedeutet, das kann mich halt sehr effektiv angreifen, weil Wurmels ein reines Normal-Pokémon ist. Und ich würde sagen, dass so die Challenge hier möglichst schwer ist, ne? Und ich dachte mir, dass das schon mal sehr cool ist. Und ich habe unser Pokémon dieses Mal Chris genannt, nach meiner Zuschauerin Christina Bellmann, die sich beworben hatte unter dem letzten Video, dass halt mein Pokémon nach ihr benannt werden soll. Und ihr könnt das gerne auch mal tun. Das bedeutet, schreibt mir einfach mal unter dem oben angepinnten Kommentar unter diesem Video hier, wenn auch mein Pokémon quasi nach euch benannt werden soll. Und dann habt ihr auch mal die Chance dafür. Und ich würde sagen, das ist mal wieder eine schöne Sache für die Community. Deswegen macht da gerne mit. Und dann ging es auch schon los quasi mit dem Training. Und ich muss sagen, ich hatte zu Beginn erstmal nur zwei Moves, ne? Und zwar Kratzer und Gena. Und Kratzer ist eine Attacke mit 40 Base Damage und es ist halt ein normaler Move mit Step, also nicht komplett Bullshit, aber Gena ist nicht so toll. Denn ja, Gena kann einschläfern, was erstmal wunderbar ist, aber Leute, dadurch, dass ich halt wirklich nach jeder Runde einmal aussetzen muss, habe ich davon ehrlich gesagt so gut wie gar nichts und bis ich wirklich dann effektiv angegriffen habe und wirklich hier Plus gemacht habe, was den Schaden angeht, ist das gegnerische Pokémon schon längst wieder wach und deswegen habe ich diese Attacke hier so gut wie gar nicht benutzt für den Run, aber was soll's. Ich habe zunächst mal gelevelt bis Level 7 in den ersten paar Wiesen, um halt so stark zu werden, dass ich halt safe meinen ersten Rivalenkampf gewinne gegen Maike. Und auf Level 7 habe ich auch die Attacke Zugabe gelernt, die mir aber leider so gut wie gar nichts bringt. Aber gut, dann ging es weiter zu Maike und die hatte zu Beginn logischerweise nur ein Flamly, Level 5,
dass mir dann noch nicht mehr so viel entgegensetzen konnte. Und ich habe sogar mal versucht, hier irgendwie Gene einzusetzen, aber ich muss sagen, es lohnt sich kaum. Also ich kann es echt nicht weiterempfehlen, mit Bummels groß auf Gene zu gehen. Und nachdem dieses Tutorial hier so ein bisschen geschafft war, konnte ich dann quasi anfangen, Richtung erste Arena zu laufen. Und dafür muss ich zunächst mal durch den Blütenburgwald, wo ich halt zum ersten Mal mit Team Aqua in Berührung gekommen bin. Ich muss aber sagen, dass der erste Kampf gegen die jetzt nicht gerade so schwierig war, von daher kann man den fast schon vernachlässigen. Aber ich konnte hier auf jeden Fall bei den Trainern schon mal ein paar XP mitnehmen. Und dann war ich irgendwann wirklich schon im Meteros City, ging eigentlich recht zügig. Und dort habe ich in der Trainerschule das Item, naja, Flinkklaue bekommen, was es mir ermöglichen kann, eventuell zuerst anzugreifen, obwohl meine Init eigentlich zu gering ist. Und das habe ich logischerweise Bummels sofort zum Tragen gegeben und ihm auch nie wieder weggenommen. Also ich muss sagen, das Item hier war für diesen Run hier auch recht wichtig teilweise. Sehr praktisch, teilweise mal zuerst angreifen zu können. Und danach habe ich wieder angefangen zu trainieren im Blütenburgwald, um logischerweise stark genug zu sein für die erste Arenaleiterin, Felicia, die Gesteins-Pokémon einsetzt. Und davor hatte ich wirklich Angst natürlich, denn die haben Resistenz gegen normale Attacken. Das bedeutet, Kratzer macht so gut wie gar keinen Schaden. Und ich habe erstmal gelevelt bis Level 13, damit ich die Attacke Target Deep bekomme, die mich heilen kann um 50% meiner KP. Sehr praktisch und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und als ich diese Attacke dann hatte, habe ich einfach mal so versucht halt, in die Arena zu gehen, um mein Bestes zu versuchen. Und ich muss sagen, das ging wirklich gehörig schief. Also ich habe den ersten Trainer schon fast nicht besiegen können. Ihr seht hier ein Battle gegen einen Kleinstein, das wirklich fast nicht tot zu bekommen war. Aber ich habe es irgendwann tot bekommen, aber ich wusste auf jeden Fall, ich muss noch sehr viel leveln, damit ich hier eine Chance habe gegen die Arenaleiterin. Also das brauchte ich erst gar nicht zu probieren. Ich bin also erstmal weitergegangen, logischerweise, auf die nächste Route und habe da ein bisschen gekämpft gegen Trainer und naja, dann bin ich irgendwann auf Level 19 aufgestiegen und auf Level 19 bekomme ich die Attacke Finte und das ist eine Unlichtattacke, die safe treffen kann und die 60 Schaden macht und Unlichtattacken waren in der dritten Generation noch alle speziell, das bedeutet, ein Igler ist von nun an keine Gefahr mehr und ich kann die Gesteins-Pokémon immerhin neutral angreifen. Und mit Level 19 habe ich dann nochmal die Arena versucht und ich muss sagen, es lief schon mal deutlich besser, ne? Das erste Pokémon von Felicia war ein Kleinstein, Level 12, und es hat die ganze Zeit Einigler gespammt und immer mal wieder so ein bisschen Schaden gemacht. Ich muss aber sagen, über Target Deep konnte ich mich hier ganz gut heilen und über Finte konnte ich sogar recht gut Schaden machen. Aber leider hat Felicia auch Tränke, das bedeutet, dass sie kann sich wirklich krass ziehen. Aber okay, irgendwann war das erste Kleinstein dann besiegt, aber dann kam ein weiteres auf demselben Level. Und auch das hatte mal wieder kleine Schadensattacken, Einigler und ein bisschen Stall. Und auch hier hat Felicia mal wieder einen Trank eingesetzt, also das Ganze hat sich wirklich lange gezogen. Und ihr drittes Pokémon war dann ein Nasknet Level 15, das noch viel mehr Defense hat. Also ich muss sagen, ich bin bei diesem Kampf hier fast verzweifelt und er hat wirklich eine ganze Weile gedauert und ich hatte ein bisschen Angst wirklich, dass hier meine AP vielleicht sogar ausgehen. Aber ich habe das Ganze irgendwann gewinnen können. Aber wirklich, Leute, auf einem kleineren Level hätte ich hier so gut wie gar keine Chance gehabt. Also, die erste Arena war schon mal nicht einfach. Aber immerhin, Leute, war jetzt der nächste Kampf gegen meine Rivalin Maike nicht mehr so schwierig, weil ich mittlerweile wirklich krass überlevelt war. Ich war mittlerweile Level 20 und deswegen konnte ich mich hier recht schnell auf den Weg machen Richtung Fausthafen, um zur zweiten Arena zu kommen. Aber leider ist die zweite Arena eine Kampfarena. Das bedeutet, ich habe Schwäche und absolut nicht den Hauch einer Chance. Ich bin mal wieder reingekommen in die Arena und habe versucht irgendwie gegen die Trainer zu kämpfen und ich muss sagen, die waren sogar besiegbar. Aber jegliche Kampfattacke tötet mich einfach mal zur Hälfte. Und ich dachte mir, okay, gegen Camillo, also den zweiten Arenaleiter, kann ich nicht gewinnen. Das kann gar nicht funktionieren. Das Schöne ist allerdings, die zweite Arena ist vollkommen optional, ne? Weil man macht die eigentlich nur für die VM Blitz, damit man halt durch die Fausthafenhöhle leichter durchkommt und leichter zu Troy kann, um in der Story weiterzukommen. Aber man kann diese Höhle auch schaffen ohne Blitz logischerweise, es ist nur unfassbar nervig. Ich hab's aber gemacht, damit ich halt, naja, weiterkomme irgendwie, weil die zweite Arena, da war nicht mal ansatzweise Land in Sicht, also gegen Camillo hätte ich nicht gewinnen können. Ich habe also erstmal weitergelevelt in Gravipod City, erst am Strand und dann später halt oben in der Wiese. Und ich bin irgendwann aufgestiegen zu Level 25 und habe die Attacke Amnesie bekommen. Und damit kann man seine Spezialverteidigung um 2 Stufen steigern. Also, naja, das ist an sich nicht übel, ne? Weil die nächste Arena wird eine Elektro-Arena und die übernächste wird eine Feuer-Arena. Also 2 Arenen, die wirklich hier sehr gerne speziell angreifen.
Und deswegen habe ich diesen Move hier erstmal sehr gerne mitgenommen, aber inwiefern ich den später genutzt habe, werdet ihr später sehen. Auf jeden Fall bin ich dann noch auf Level 26 hochgegangen und habe dann nochmal versucht halt, die zweite Arena zu machen. Und dort habe ich leider eine Sache festgestellt, und zwar startet Camillo zunächst mal mit einem Macholo, was man durchaus besiegen kann. Es macht zwar verdammt viel Schaden durch seine Kampfattacken, aber man kann das alles wieder heilen über Tagedieb und nach kann man das Macholo noch besiegen. Aber sein zweites Pokémon ist ein Mediti und das kann einfach mal Power Punch und dagegen kann ich nichts tun. Denn du kannst die Attacke normalerweise abbrechen beim Gegner, wenn du dem Gegner halt irgendwie Schaden machen solltest, bevor er seine Attacke rausbekommt. Aber Leute, Bummels muss immer aussetzen, wenn Mediti in den Kampf kommt. Das bedeutet, ich kann unmöglich Mediti interrupten, wenn es versuchen sollte, Power Punch einzusetzen. Und das one-hitted mich gefühlt, ne? Das macht unfassbar viel Schaden und ist eine sehr, sehr starke Attacke mit Step. Ich habe hier keine Chance. Und nach Mediti kommt ja noch ein weiteres Pokémon. Ich kann hier also nach wie vor nicht gewinnen. Und an dem Punkt habe ich mir gedacht, okay, das kann nichts werden. Ich muss weiterspielen und habe die zweite Arena erstmal hinter mir gelassen und bin weitergelaufen nach Gravipot City wieder, um erstmal gegen Maike zu kämpfen. Das nächste Rivalen-Battle. Und naja, Leute, was habe ich da festgestellt? Sie hat mittlerweile ein Jungblut mit Doppelkick. Ich habe also wieder nicht den Hauch einer Chance. Und ich muss wirklich leveln, es geht nicht anders. Ich brauche ein höheres Level, sonst kann ich hier nicht ansatzweise mithalten. Und ich habe hier sogar weitergelevelt, bis auf Level 33. Und in der Zwischenzeit habe ich auf Level 31 die Attacke Bezirzer noch gelernt, aber die macht kaum einen Unterschied, ne? Weil die macht auch 40 Schaden, ist eine normale Attacke, die ist eigentlich genauso gut wie Kratzer. Nur, dass die minimal mehr AP hat und teilweise was gegen Items machen kann, bringt aber so gut wie nichts. Also das kann man fast schon vernachlässigen, dieses Upgrade. Aber was soll's, ne? Mit Level 33 habe ich jetzt dann nochmal versucht gegen Camillo und habe wieder verloren. Ich hatte mal wieder nicht den Hauch einer Chance. Also ich muss sagen, Mediti habe ich zwar tot bekommen, aber gegen sein drittes Pokémon war es dann komplett vorbei. Aber zumindest gegen Maike konnte ich jetzt gewinnen. Ich muss sagen, das war wirklich ein heftiger Roadblock. Also ich dachte, dass ich hier noch mehr leveln muss, um vorbeizukommen. Aber zumindest war Maike halbwegs gnädig und hat nicht immer nur Doppelkick gespammt. Das war zumindest schaffbar. Wie auch immer. Irgendwann bin ich angekommen in Malvenfroh City bei der dritten Arena. Und das ist wie gesagt eine Elektro-Arena. Ich habe also dort die Möglichkeit über Amnesie tatsächlich ein recht gutes Setup zu betreiben, um viel Defense aufzubauen. Ich bin also sofort in die Arena gegangen, um gegen Walter zu kämpfen. Und der startet zunächst mal mit einem Voltoball und das setzt sofort Finale ein. Ich muss aber sagen, das macht gar nicht mehr so viel Schaden, von daher ist es relativ egal. Sein zweites Pokémon allerdings ist ein Fritzelblitz und dagegen kann ich ganz gut Amnesie einsetzen bzw. mein Setup aufbauen. Mir ist aber da schon aufgefallen, dass der gute Walter gar nicht mal so viele spezielle Attacken einsetzt, also mir wurde ein bisschen mulmig, aber okay. Ich habe Fritzelblitz dann irgendwann besiegt und dann kam sein drittes Pokémon und das war leider Magneton. Und dagegen habe ich keine Chance, ne? Es ist ein Elektro-Stahl-Pokémon in der dritten Generation und ja, das Pokémon hier resistiert sowohl meine Normalattacke als auch meine Finte. Ich kann hier wirklich so gut wie gar kein Damage raushauen. Und das gute Magneton kann einfach mal Donnerwelle und Superschall. Und wer Bummels kennt, der weiß, wenn man paralysiert und verwirrt ist, wird man nie wieder angreifen. Weil man muss ja sowieso schon jede zweite Runde aussetzen. Und dann nur noch das zu haben, also, naja, da kann man gefühlt schon aufgeben. Ich muss also sagen, ich hatte gegen Walter mal wieder nicht den Hauch einer Chance. Also, es hat sich so ein bisschen ein Muster abgezeichnet, muss ich sagen. Und er hat ja sogar nach Magneton noch ein weiteres Pokémon. Ich musste ihm also wirklich hier eine Lösung ausdenken. Und ich hatte hier an sich sogar sehr, sehr viele Ideen. Und zwar hätte ich entweder in die Spielhalle gehen können, um mir Flammenwurf zu kaufen, was prima gewesen wäre, gegen Magneton, aber dafür hatte ich nicht genug Geld. Was ich auch hätte tun können, ist halt einfach die zweite Arena zu schaffen, weil dadurch bekomme ich halt die TM für Protzer, was meinen Angriff boosten kann, womit ich Magneton besser besiegen kann. Aber die zweite Arena habe ich, wie gesagt, ja auch nicht schaffen können. Und meine dritte Idee war, so lange zu grinden, bis ich Level 43 erreiche für die Attacke Dreschflegel. Und die kann halt immer stärker werden, desto weniger KP ich habe. Und durch die höheren Level und diese starke Attacke hatte ich dann eventuell eine bessere Chance gegen Camillo oder vielleicht sogar Magneton, dachte ich mir. Ich wollte es probieren. Und deswegen habe ich halt am Ende des Tages wieder grinden müssen. Es war wirklich eine sehr, sehr frustrierende Challenge und wir sind noch am Anfang, aber dazu später mehr. Wie auch immer.
Und was ich währenddessen auch hätte lernen können, war die Attacke Konter. Ich muss aber sagen, ich habe darauf verzichtet, weil ich dachte mir, ich glaube nicht, dass das was werden kann. Also das mit Wurmels noch zu kombinieren, das war mir echt zu blöd. Deswegen habe ich halt Konter sein gelassen. Auf jeden Fall habe ich dann auf Level 43 mit Dreschflegel einen sehr guten Beatdown starten können gegen Camillo. Ich habe den mittlerweile jetzt in Grund und Boden stampfen können, aber ich war auch so heftig überlevelt, dass ich sagen muss, wenn ich hier jetzt nochmal verloren habe, hätte ich fast geheult. Also das war wirklich wichtig, dieser Sieg, wie auch immer. Dann habe ich Protzer bekommen von Camillo und konnte kämpfen, logischerweise jetzt, gegen Walter. Denn ich konnte jetzt ein Setup rausbringen mit Protzer, um meinen Angriff boosten, um mal halt gegen Magneton auch was machen zu können. Ich habe aber auf jeden Fall vorher nochmal versucht, irgendwie ohne Protzer zu gewinnen, damit ich halt Amnesie behalten kann für die vierte Arena, also die Feuerarena, wo ich das auch gut gebrauchen kann. Aber ich muss sagen, ohne Protzer ging es nicht, weil sein viertes Pokémon ist Voltenso und ich kann nicht ohne Protzer Magneton und Voltenso noch besiegen. Das klappt einfach nicht wegen der ganzen Paralysegeschichte und so. Das wird nix. Aber okay, mit Protzer ging es dann und auch wenn der Kampf sich mal wieder gezogen hat, ich konnte gegen Walter endlich gewinnen und hatte damit endlich meine drei Orden. Holy shit, also dieses ganze Hickhack mit halt einfach Camillo, Walter und Maike war so furchtbar und ich war mega froh, dass das erstmal hinter mir war. Dummerweise war Dreschflegel aber auch mein letzter Level-Up-Move, also von da an muss ich mit TMs weiterspielen. Kurze Zeit später habe ich aber dann sogar einen sehr guten TM-Move bekommen und zwar die Attacke Geheimpower. Und das ist eine Normalattacke mit 70 Base Damage, also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Upgrade und deutlich verlässlicher als logischerweise Dreschflegel, was von den KP abhängt, ne, wie viel Schaden das macht. Also, naja, die Attacke habe ich gerne mitgenommen und Geheimpower macht auch teilweise Bonuseffekte, basierend halt auf der Umgebung, wo man die Attacke einsetzt. Und das ist auch ein schöner Bonuseffekt, muss ich sagen. Wozu ich euch aber heute nicht so viel erzählen werde, ist die gesamte Team Aqua und Team Magma Story, weil ich muss sagen, die ist nicht wirklich spannend, ne? Die ist zwar schön gemacht für die Spiele, aber für diese Challenge hier nicht interessant, weil die meisten Pokémon von denen mal wieder nicht gerade gut sind. Und selbst die Pokémon von den Anführern von den beiden Teams konnte ich im gesamten Run eigentlich immer wieder sehr leicht besiegen. Also auf die groß einzugehen macht eigentlich keinen Sinn. Und kurze Zeit später bin ich dann eingetroffen in Bad Lavastadt und ich muss sagen, dort gibt es auch mal wieder eine sehr interessante Arena und zwar wie gesagt die Feuerarena. Und Amnesie habe ich leider, naja, wie gesagt, nicht mehr, was durchaus zum Problem werden könnte, aber gut, ne? Ich habe mal wieder mein Bestes gegeben gegen die Leiterin Flavia und ihr erstes Pokémon war ein Kamaup. Und ich dachte mir, okay, ich probiere zunächst mal mit Geheimpower einfach draufzuschlagen auf ihr Team, bis ich gewinne, vielleicht klappt's ja. Und Kamaup war sofort One-Hit. Ihr zweites Pokémon war ein Schneckmark und das hat erstmal ordentlich Hitzekoller eingesetzt. Ein Feuermove, der wirklich sehr, sehr viel Schaden macht, also davor muss ich mich hüten. Weil das kann wirklich wehtun. Aber ganz wichtig, Leute, jedes Mal, wenn ihre Pokémon das einsetzen, werden ihre Pokémon auch schwächer. Das bedeutet, der erste Hitzekoller ist mit Abstand der gefährlichste. Von dem muss man am meisten aufpassen. Und danach kann man ein bisschen Setup betreiben. Das ist schon möglich. Das Schneckmark habe ich dann recht schnell killen können. Und ihr drittes Pokémon war ein Kamerupt. Und das war wirklich sehr, sehr stark. Und es war ein langes, langes Hin und Her. Und es hat immer mal wieder Hitzekoller eingesetzt. Und hätte es Hitzekoller wirklich aktiv gespammt, ne? Und Sonnentag früher eingesetzt, hätte ich hier nicht den Hauch einer Chance gehabt. Also das hätte mich sofort einäschern können vermutlich, aber ich konnte es wirklich noch besiegen. Aber ihr letztes Pokémon war ein Kuttel und das konnte ich leider nicht one-hitten. Und das war wirklich ein großes Problem, weil das hat ebenfalls Hitzekoller und hat mich einfach so weggekrittet. Sehr, sehr bitter. Ich brauchte also mal wieder eine neue Strategie. Und beim zweiten Versuch, meine Freunde, war ich deutlich cleverer. Und zwar habe ich da zunächst mal ein kleines Setup aufgebaut mit halt Protzer, um Kuttel später safe one-hitten zu können. Aber dadurch, dass ich jetzt leider etwas langsamer spielen musste, musste ich auch aufpassen, logischerweise, vor Sonnentag, ne? Und bevor ich Kamaup gekillt habe, habe ich erstmal aufgepasst halt, dass der Sonnentag enden wird, wenn Kamaup stirbt. Und dann kam Schneckmark wieder in den Kampf und das hat auch Sonnentag eingesetzt. Und auch hier musste ich wieder aufpassen, wann ich das töte, damit der Sonnentag halt nicht für Kamerupp gelten wird, weil das würde mich dann vermutlich one-hitten oder so, also das wäre viel zu gefährlich. Aber auch Schneckmark konnte ich dann halt irgendwann loswerden und dann kam wieder Kamerupp und auch dagegen kam ich dann ganz gut an. Man muss halt echt aufpassen, ne, mit Tagedieb und so, mit seinen Ressourcen, damit man nicht gekillt werden kann und Sonnentag ist generell halt immer ein Problem, aber auch Kamerupp kann ich dann halt recht gut besiegen
Und dann kam Kurtel und das konnte ich jetzt halt mit einer gut gezielten Geheimpower endlich besiegen. Es war auf jeden Fall ebenfalls keine leichte Arena, aber es hätte noch viel schlimmer enden können, wenn ich hier nicht eine gute Strategie gehabt hätte. Also mit Protzer konnte ich mich hier ein bisschen retten, aber ich musste auf jeden Fall stark auf Sonnentag Acht geben, das war ganz wichtig. Und als nächstes bin ich dann just for fun in die Wüste gelaufen, um ein Fossil abzuholen, einen Wunderturm. Und ich habe natürlich das Wurzelfossil ausgewählt, weil wer hier das Clownfossil auswählt, hat logischerweise komplette Kontrolle über sein Leben verloren. Aber ich denke mal, das ist jedem auch klar, oder? Wie auch immer. Danach ging es weiter in Wütenburg City, eine der ersten Städte im Spiel, weil dort gibt es eine Arena, die man zu Beginn des Spiels noch nicht machen kann. Und zwar wird die geführt von meinem Vater, von Norman, was ich sehr cool finde, dass man hier einfach gegen seinen Vater spielen muss. Und der hat eine Normalarena, die aber leider nicht mega schwierig ist, muss man sagen, weil man hier logischerweise keine Angst haben muss, dass man irgendwie sehr effektiv getroffen wird oder dass der Gegner große Resistenz hat. Und ich werde hier einfach mal den Kampf abgespeedet einblenden und ihr seht schon, das Ganze hier war nicht wirklich eine Herausforderung. Pandir könnte sofort One-Hitten, das ist ganz wichtig, weil das kann ich logischerweise sehr leicht verwirren. Und dann kommt Leta King und dagegen kann man prima halt erstmal Protzer rauslegen, ein bisschen stärker werden und dann ist man logischerweise auch gewappnet halt gegen physische Angriffe so ein bisschen und kann dann einfach so sein restliches Team backspeeden. Was ich aber sehr cool fand, war, dass Norman halt ein Leta King hat und ein Mundtier und wir haben halt einen Bummels, ne? Passt ja perfekt zur Familie, würde ich sagen. Und es war auf jeden Fall mit Abstand die leichteste Arena des gesamten Spiels, ne? Ich denke mal, das habt ihr euch auch schon gedacht. Das Schöne war allerdings, ich hatte jetzt Zugang zu Surfer und konnte endlich mal halt die ganzen Wasserrouten abklappern und auch ein bisschen leveln und auch beim Schiffswrack vorbeischauen. Und ich habe auch mal vorbeigeschaut beim Rätselmeister im Rätselhaus, wo man halt einige Rätselräume freischalten kann, wenn man Arenen löst. Und dort konnte ich logischerweise auch noch ein paar XP-Punkte mitnehmen. Und dann habe ich mich aufgemacht Richtung Malvenfroh City, wo ich wieder Walter getroffen habe, den dritten Arenaleiter, der mir von einem Problem erzählt hat in Neu-Malvenfroh. Und das ist quasi ein Kraftwerk in der Nähe der Stadt. Und wenn man dort quasi ein kleines Schalterrätsel lösen sollte, dann kann man hier von Walter gratis die TM für Donnerblitz bekommen, was sehr, sehr praktisch ist, ne? Weil das wollte ich mir eigentlich sowieso kaufen in der Spielhalle jetzt, weil die sechste Arena wird eine Flugarena und da kann ich auf jeden Fall einen Donnerblitz sehr gut gebrauchen, logischerweise. Und was ich auch gemacht habe, war die Attacke Stärke zu lernen auf meinem Bummels. Und das ist ja eigentlich eine VM. Aber Freunde, die hat 80 Base Damage und ist auch ein normaler Move, also ich habe Step darauf und ich finde es etwas besser als die 70 Schaden von Geheimpower mit random Bonus-Effekten. Ich würde sagen, 80 Base Damage ist da etwas praktischer und verlässlicher, sagen wir es so. Und da die 6. Arena sowieso nicht Pflicht ist eigentlich und ich nach der 6. Arena direkt zum Attackenverlerner gehen kann, konnte ich das Ganze auch wieder verlernen, wenn es sich doch irgendwie nicht mehr lohnen sollte. Also ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und nach einigen Routen, wo ich gegen Trainer gelevelt hatte, musste ich mal wieder Team Aqua aufhalten in der Wetterstation und habe dann ein Formeo geschenkt bekommen, was mir aber leider hier nicht so viel bringt. Aber vielleicht kann ich dazu eines Tages mal auch eine Challenge machen, wer weiß. Auf jeden Fall kam direkt nach dieser Team Aqua Challenge, naja, meine Rivale mal wieder, die gute Maike, und wollte ein Rematch. Und das Wunderbare ist jetzt folgendes. Ihr erstes Pokémon ist Pilippa und dagegen kann ich prima Protzer setupen ohne Probleme, weil das die ganze Zeit einfach nur Schutzschild spammt. Ich weiß nicht warum, aber die KI verkackt hier einfach komplett. Und naja, die größte Gefahr bei Maike ist logischerweise der Doppelkick von Jungglut. Und der macht wegen Protzer jetzt so gut wie gar keinen Schaden mehr. Der Kampf war also mal wieder geschenkt. Und ich konnte weitergehen Richtung 6. Arena in Baumhausen City. Und das ist tatsächlich meine Lieblingsstadt aus der gesamten dritten Generation. Weil ich muss sagen, ich mag dieses Baumhaus-Design. Also ich finde, es hat irgendwie was. Aber gut. Die nächste Arenaleiterin nennt sich Wipke und die hat wie gesagt ein wunderbares Flugteam, was ich angreifen kann mit Donnerblitz, dachte ich mir. Ich wollte aber auf jeden Fall trotzdem Protzer setupen, damit ich halt einfach eine Chance habe gegen die Pokémon, die ich nicht sehr effektiv treffen kann, weil sie hat in ihrem Team noch ein paar Überraschungen, das wusste ich schon. Und ihr erstes Pokémon war ein Wabloo. Und ich dachte mir, okay, ne, da kann ja nicht so viel schief gehen, das Problem ist nur, das Pokémon hat Abgesang. Und das bedeutet leider, dass ich nach 3 Runden sterbe und ich kann nichts tun. Normalerweise würde man auswechseln oder so, aber das darf ich logischerweise nicht. Das bedeutet, Bummel stirbt nach 3 Runden und ich muss den Kampf von vorne beginnen. Ich habe das Wabloo dann irgendwann getötet, weil ich es konnte. Doch ihr zweites Pokémon war dann Tropius und dann bin ich logischerweise gestorben wegen Abgesang.
Und deswegen habe ich beim zweiten Versuch dann das Wablu sofort gewonnen-hittet, damit es halt nicht irgendwie Abgesang machen kann, und habe mein Setup dann bei Tropius begonnen. Ich muss aber sagen, gegen Tropius ein Protzer-Setup aufzubauen, ist wirklich sehr, sehr anstrengend und es dauert einige Minuten. Weil es die ganze Zeit Solarstrahl einsetzt und wirklich gar nicht mal so schwach ist und einen nicht in Ruhe lässt. Wirklich, überhaupt nicht. Aber okay, ich habe es irgendwann geschafft, gegen Tropius ein großes Protzer-Setup aufzubauen und wirklich halt in Zukunft alles one-hitten zu können, was er mir noch entgegensetzen kann. Und dann kam mir nächstes Pokémon und das war ein Pilipper, das mal 4 Schwäche hat gegen halt einfach Elektro. Das bedeutet, das war sofort One-Hit, aber es hat mich verwirren können, was ein bisschen nervig war. Und ihr viertes Pokémon war ein Panzer-Aeron. Und auch dagegen wollte ich logischerweise eher Donnerblitz einsetzen, weil es halt resistiert wegen Stahl. Und naja, da will ich halt mit normalen Attacken nicht angreifen. Auch wenn ich geboostet war, ich dachte mir, nee, Elektro ist wahrscheinlich besser. Aber ich konnte es nicht One-Hitten. Und dann hat Wipke immer wieder Hypertränke eingesetzt, um das irgendwie am Leben zu halten. Und hat noch Sandwirbel gemacht, um irgendwie meine Genauigkeit zu senken. Also ich muss sagen, der hat den Kampf hier wirklich krass in die Länge gezogen. Aber Panzer-Aeron war dann auch eines Tages mal besiegt, ne? Und ihr letztes Pokémon war ein Altaria, was ich gewonnen habe, über halt einfach mein Protzer-Setup mit Stärke. Weil ich dachte mir, ja, das sollte ich lieber mal versuchen, so schnell wie es geht, bevor das irgendwie auch Abgesang hat oder so. Hätte ja sein können. Ich muss aber sagen, generell, weil die gute Wipke gar nicht mal so schwer, ne? Abgesang war ein bisschen nervig, aber ansonsten habe ich hier über Protzer und Donnerblitz auf jeden Fall die meisten Pokémon sehr schnell besiegen können. Witzigerweise war mein nächster Kampf gegen Maike aber sogar ganz ähnlich, ne? Was ich irgendwie sehr unterhaltsam fand. Und zwar steht die einfach so vorm Einkaufszentrum von Segras Sulp City, wo ich gerne rein möchte. Das bedeutet, ich muss gegen sie kämpfen. Und die hat mittlerweile auch ein Tropius. Das bedeutet, ich konnte einfach so den Kampf mehr oder weniger nochmal wiederholen. Und es war wieder sehr zeitaufwendig auf jeden Fall hier, mein Setup rauszubekommen. Aber naja, ich kann mich nur wiederholen, wenn ich es schaffen sollte, konstant Protzer rauszubekommen. Ist ihr Jungglut logischerweise kein Problem mehr, weil ihre Kampfattacken einfach keinen Schaden mehr machen, weil die alle physisch sind. Also, naja, dann ist der Kampf mehr oder weniger gewonnen. Und auch wenn das Ganze mal wieder eine ganze Weile gedauert hat, habe ich hier den Kampf doch sehr souverän gewinnen können. Und damit war Maike mal wieder nicht wirklich ein Problem, muss ich sagen. Und das bedeutet, ich durfte endlich einkaufen gehen und mein Plan war hier wirklich, DTM zu kaufen für Donner. Weil die Attacke macht 120 Schaden, ist ebenfalls Elektro und halt speziell wegen dritte Gen sowieso. Und naja, die Attacke trifft nicht immer, aber der nächste große Spielabschnitt wird auf jeden Fall im Meer stattfinden. Und da dachte ich mir, eine noch stärkere Elektroattacke zu haben, kann auf jeden Fall nicht schaden. Und zudem habe ich in der Grabstätte vom Pyroberg noch die TM für Spukball gefunden, was auf jeden Fall gleich noch sehr wichtig werden wird. Doch bevor ich jetzt weitermachen konnte mit der 7. Arena in Moosbach City, musste ich zunächst mal wieder Team Magma und Team Aqua aufhalten und die waren mal wieder überhaupt gar kein Problem. Es ist echt traurig, wie schwach die in diesem Spiel hier sind, ne? Weil ich mag die Teams eigentlich, aber was soll's. Und danach habe ich einfach mal einen Carvador gefangen, was sich jetzt zunächst mal sehr random anhört, aber Leute, hört mir zu. Die 7. Arena ist eine Doppelkampf-Arena, das heißt der Arenaleiter ist nur besiegbar, wenn man halt mit 2 Pokémon antritt. Und mein Partner-Pokémon sollte so schwach sein, wie es geht, logischerweise, um mir jetzt nicht irgendwie einen unfairen Vorteil zu erkaufen. Und ich hatte eigentlich geplant, hierfür einen VM-Sklaven zu nehmen, aber ich dachte mir, ein Carpador mit Platscher ist nochmal minimal schlechter und wird mir wirklich gar nicht helfen. Und damit wollte ich dann antreten in der 7. Arena. Aber vorher habe ich noch die Attacke Spukball gelernt und naja, dafür Donner weggeworfen, der mir übrigens gefühlt gar nichts gebracht hat bis dahin, also naja, das war auf jeden Fall ein Fehlkauf. Und Spukball ist eine physische Attacke in der 3. Generation noch, weil es halt ein Geist-Move ist und das ist sehr praktisch, weil die Attacke trifft Psycho-Pokémon sehr effektiv und wie gesagt, die 7. Arena ist eine Psycho-Arena. Und naja, so kann ich fast alles one-hitten und kann auch meinen physischen Stat benutzen von der Bummels, der besser ist als sein spezieller Angriffsstat. Also wir können Bummels hier mit seiner besten Seite zeigen. Und dann, meine Freunde, bin ich reingegangen in die Arena und hab's einfach mal probiert. Und ich muss sagen, ich hatte nicht den Hauch einer Chance, mal wieder. Und der Kampf hier hat nicht mal eine Minute gedauert. Ich wurde komplett vernichtet. Carpador sowieso und Bummels hat noch so ein bisschen Erdbeben wegstecken können von der Pomentas, aber die Psychokinesen von den anderen Pokémon, da hatte ich keine Chance. Ich konnte zwar ein Pokémon one-hitten, aber das war es dann auch und ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall ein deutlich höheres Level gebraucht. Das Schöne war allerdings,
ich hatte noch das gesamte Meer vor mir, was ich jetzt erkunden konnte, ohne die siebte Arena geschafft haben zu müssen. Das bedeutet, ich konnte noch eine ganze Menge leveln gegen halt die Trainer im Ozean. Und ich habe dann irgendwann die Stadt Flosspun erreicht und die war sehr wichtig, denn dort gibt es einen Typen, der einem die TM gibt für Rückkehr. Und das ist eine weitere Normalattacke, die stärker werden kann, je nachdem, wie sehr das Pokémon einen mag. Und mein Bummels mochte mich sehr. Das bedeutet, die Attacke hat einen Base Damage von 102. Und das ist schon deutlich besser als der Base Damage von Stärke mit nur 80 Punkten. Das Problem war nur, ich hatte nach wie vor Stärke und musste das logischerweise erstmal verlernen, was aber kein Problem war beim Attackenverlerner von Seegrab Solve City. Das bedeutet, ich konnte die Attacke loswerden und Rückkehr mir dann geben. Und das war auf jeden Fall mal wieder ein deutliches Upgrade und wohl der beste Normal-Move, den ich hier für diesen Run bekommen kann. Sehr schöne Attacke, da habe ich mich sehr gefreut. Auch wenn es mir jetzt für die siebte Arena erstmal nicht so sehr hilft. Doch danach, Leute, war ich immer noch nicht zufrieden mit meinem Level. Und das war auf jeden Fall ein großes Problem, denn ich hatte gefühlt keine Trainer mehr, gegen die ich kämpfen konnte. Ich musste also weiter leveln in der Küstenhöhle. Und dort zu trainieren ist wirklich furchtbar. Also, das hat echt keinen Spaß gemacht und man bekommt hier fast gar keine XP. Das ist echt ein Riesenproblem. Und ich habe mich dann entschieden, hochzuleveln bis zu Level 72, ne? Und warum ich dieses Level gewählt habe, dazu komme ich gleich. Aber vorher habe ich nochmal gekämpft, logischerweise, in der siebten Arena, um zu schauen, ob ich jetzt eine Chance habe. Und ich muss sagen, ich bin minimal weitergekommen, aber ich hatte nach wie vor keine Chance, alle vier Pokémon loszuwerden, bevor ich tot war. Ihr müsst halt wirklich überlegen, in der Zeit, wo ich einmal angreifen kann, können Ben und Svenja viermal angreifen. Und das ist wirklich komplett unfair und es macht die Fähigkeit Schnarchnase nochmal deutlich, deutlich schlimmer. Ich musste also weiter leveln. Ich habe aber bewusst vorher bei Level 72 aufgehört, ne? Weil ich hatte noch insgesamt 8 Sonderbonbons in meinem Beutel. Und ich wollte die eigentlich einsetzen vor der Liga, um schneller halt logischerweise auf Level 100 zu kommen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, diese Bonbons jetzt schon zu nehmen, weil ganz ehrlich, das Leveln in der Siegestraße später ist längst nicht so nervig wie das Leveln in der Küstenhöhle. Das hat echt, wie gesagt, gar keinen Spaß gemacht. Das bedeutet, ich habe lieber jetzt die Bonbons eingesetzt und ich muss sagen, es war auch, glaube ich, eine gute Entscheidung. Und dann war ich irgendwann endlich Level 80 und konnte mit diesem sehr hohen Level dann nochmal in die Arena gehen und hatte dann auch wirklich eine faire Chance. Ich muss aber sagen, ich habe nach wie vor mehr als einen Versuch gebraucht, ne? Keine Frage. Und man muss echt Glück haben. Ich musste es halt irgendwie schaffen, dass die Gegner-Pokémon nicht die ganze Zeit Psychokinese einsetzen, weil ganz ehrlich, dagegen habe ich keine Chance auf Dauer, auch nicht auf Level 80. Und deswegen musste ich halt hoffen, dass Lunastein und Sonnfill halt die ganze Zeit irgendwie Sonnentag einsetzen oder irgendwelche Boost-Moves oder so und dass Lepomentas halt die ganze Zeit bei Erdbeben bleibt, ne? Weil dagegen kann ich überleben, das ist kein mega großes Problem. Und ich konnte dann irgendwann gewinnen. Es war wirklich insgesamt eine sehr, sehr ekelhafte Challenge hier zu siegen. Und ich denke mal, bei späteren Challenges, die ich in der dritten Generation irgendwann nochmal machen werde, wird die siebte Arena immer eine Herausforderung. Weil wenn du wirklich so ein krasses Handicap hast, ne, nur ein Pokémon zu haben in einem Doppelkampf, dann rächt sich das. Und zwar sehr, sehr extrem sogar. Aber okay, ich konnte siegen. Und dann ging es weiter mit der ganzen Team Magma und Team Aqua Story. Und die haben logischerweise Kyogre und Groudon sauer gemacht und die haben dann gegeneinander gekämpft und ich musste Rayquaza holen, um den Streit zu schlichten. Ihr kennt das alles. Ich muss sagen, ich mag die Story von der dritten Gen eigentlich ganz gerne, aber leider waren auch hier mal wieder die Kämpfe belanglos, ne? Es ist halt wirklich zu einfach. Und dann konnte ich mich endlich frei bewegen in Xenoroville, die Stadt mit der 8. Arena. Und dort habe ich wirklich einen sehr, sehr interessanten NPC getroffen, der mir die TM gegeben hat für Durchbruch, ne? Und das wird später auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig, also nicht vergessen. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Und dann bin ich reingegangen in die 8. Arena, um gegen Juan zu kämpfen. Ein, wie ich finde, sehr cooler Arenaleiter und der hat ein Wasserteam. Was sich ja zunächst mal sehr blöd anhört, ne? Denn ich habe ja mittlerweile keine Elektroattacke mehr und Spukball wollte ich auf jeden Fall behalten für die Top 4 später. Das bedeutet, ich konnte darauf nicht verzichten und musste jetzt irgendwie kämpfen mit Rückkehr. Aber das war ehrlich gesagt auch kein großes Problem. Ihr seht hier schon, gegen Libiscus kann man auf jeden Fall ein Protzer-Setup hinbekommen. Das Problem ist nur, es verwirrt einen die ganze Zeit. Und ich habe hier ein, zwei Runden verloren, weil ich halt wirklich die ganze Zeit, naja, daneben geschlagen habe, wegen der Verwirrung. Aber ich hatte dann irgendwann den einen Run hier,
wo das ganze Setup hier funktioniert hat und dann war das gesamte Team von ihm ehrlich gesagt kein Problem mehr. Also, wenn Libiscus mal besiegt wurde und das Setup draußen ist und man jedes Pokémon one-hitten kann, dann ist der 8. Arena-Leiter eigentlich auch keine Gefahr mehr. Und da ich es jetzt geschafft habe, alle Orden zu bekommen, konnte ich mich aufmachen in Richtung Liga. Doch vorher kommt logischerweise noch die ganze Siegestraße und dort habe ich leider ein kleines Problem und zwar gibt es dort den Trainer Heiko direkt zu Beginn und den trifft man zum ersten Mal in Blütenburg City, ganz zu Beginn des Spiels, aber er ist im gesamten Spiel kein Problem, bis auf am Ende, denn in der Siegestraße kommt er wieder und ist plötzlich unfassbar stark und er hat ein wirklich starkes Team, muss ich sagen. Und er hat den Kampf begonnen mit einem Altaria und ich dachte mir schon, okay, ich muss hier irgendwie ein starkes Protzer-Setup rausbekommen, um eine Chance zu haben. Und er versucht gegen Altaria 6-mal Protzer einzusetzen. Und ich muss sagen, das, meine Freunde, hat sich wirklich Ewigkeiten hingezogen. Und ich wurde auch früh paralysiert, wegen halt logischerweise Feuer-Odem, das eine recht hohe Paralyserate hat. Und deswegen hat sich das Ganze noch mehr gezogen, als es eigentlich sollte. Aber irgendwann habe ich es dann geschafft, gegen Altaria 6-mal Protzer rauszubekommen und Altaria zu killen mit einem One-Hit. Das war dann logischerweise kein Problem mehr. Und naja, Enekoro war dann auch an sich kein Problem. Das kann zwar nervig werden, weil es auch gute Moves hat, aber durch mein Setup hier ging es logischerweise sehr schnell. Doch sein nächstes Pokémon war ein Magneton. Und naja, das macht mir leider mit Donnerblitz unfassbar viel Schaden. Und in 2-3 Hits bin ich komplett down und ich bin nach wie vor paralysiert. Ne? Das bedeutet, ich bekomme hier fast gar kein Tagedieb mehr raus, um mich irgendwie zu heilen oder überhaupt Angriffe einzusetzen. Ja? Ich kann mir hier einfach keine Zeit erkaufen. Und deswegen habe ich Magneton hier leider besiegen können. Es ist aber ehrlich gesagt vollkommen egal, weil ich dachte mir, okay, ich muss in der Liga sowieso Level 100 sein, alles andere macht gar keinen Sinn. Weil ohne Level 100 habe ich wirklich gar keine Chance, da brauche ich gar nicht anzutreten, weil Bummels einfach so verdammt schwach ist letztlich, wegen seiner Fähigkeit. Ich musste also sowieso leveln in der Siegestraße bis auf Level 100 und wollte dann nochmal antreten gegen Heiko. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich muss sagen, dieses Training hier hat wirklich lange gedauert, aber ganz ehrlich, Freunde, ich bin trotzdem in keinster Weise traurig, dass ich meine Sonderbonbons früher eingesetzt hatte. Denn wie gesagt, das Training in der Küstenhöhle wäre noch deutlich schlimmer geworden. Ich bin also durchaus froh wegen meiner Entscheidung, dass ich die Sonderbonbons früher eingesetzt habe, um die siebte Arena zu schaffen. Und naja, dieses Training hier ging so lange, dass ich sogar ein Shiny gefunden habe, und zwar ein Makuyata oder wie auch immer man es ausspricht. Und ich habe es gefangen im Meisterball, just for fun, aber ich darf es natürlich nicht einsetzen. War aber auf jeden Fall mal ganz cool hier in der Challenge halt wirklich ein Shiny zu finden. Und dann habe ich weitergemacht, bis ich irgendwann endlich Level 100 war. Das hat sich wirklich ewig gezogen. Aber wie gesagt, Freunde, auch wenn ich gegen Heiko hätte gewinnen können, hätte ich trotzdem direkt danach dann halt auf Level 100 hochgehen müssen. Deswegen macht es kaum Unterschied. Und was ich dann gemacht habe, war auf jeden Fall eine mutige Entscheidung. Und zwar habe ich dann meinem Bummels die Attacke Durchbruch beigebracht für 75 Schaden. Und die Attacke, naja, ist eine Kampfattacke, die logischerweise physisch ist. Und was soll ich sagen? Dadurch muss ich leider Rückkehr aufgeben. Und das klingt zunächst mal sehr dämlich, aber weshalb das trotzdem eine gute Entscheidung war, dazu komme ich gleich. Und was soll ich sagen, Freunde? Der Kampf gegen Heiko war jetzt logischerweise nicht mehr so schwierig, um ehrlich zu sein, denn wir können jetzt mittlerweile über halt einfach Durchbruch das Magneton sehr, sehr leicht töten und wir brauchen generell einfach kein so krasses Setup mehr, weil wir logischerweise über die ganzen Level-Ups nochmal deutlich stärker geworden sind, auch wenn Rückkehr jetzt weg ist. Es war trotzdem, denke ich, insgesamt ein sehr lohnenswertes Training. Und deswegen war Heiko besiegt und ich konnte halt aufbrechen, endlich Richtung Pokémon-Liga nach der Siegestraße. Und ich habe mir hier als Vorbereitung einige Sachen ausgedacht. Und zwar ist es ja möglich, zwischen den Top 4 immer wieder abzuspeichern. Das geht und man muss nicht die gesamte Liga in einen Run schaffen, was mit Bummels auch vermutlich gar nicht möglich wäre ohne Items, das ist klar. Und deswegen habe ich hier quasi ein paar TMs vorbereitet, die eventuell im Laufe der Top 4 bzw. im Laufe der Liga interessant werden könnten. Zunächst mal habe ich nochmal die TM für Donner gekauft, um halt irgendwie gegen den Champ gewappnet zu sein, dachte ich mir, weil der hat ein Wasserteam. Aber wie sinnvoll dieser Kauf war, dazu kommen wir später. Aber was ich mir auch geholt habe, sind die beiden TMs für Doppelteam und für Anziehung. Und die sind extrem wichtig. Das Ding ist, ich habe mir eigentlich sogar im Geheimen eine weitere Challenge ausgedacht für diesen ganzen Run. Und zwar dachte ich mir, ich will diese beiden Attacken erst so spät benutzen, wie es irgendwie geht und schauen, wie weit ich komme. Denn ich hatte diese beiden Moves hier bereits in der letzten Challenge eingesetzt mit Sonnenkern und ich dachte mir, es wäre mal ganz cool, auf die zu verzichten, solange ich kann, weil es logischerweise eine ziemliche Cheese-Strategie ist, mit der man theoretisch jeden Kampf irgendwie gewinnen kann, also zumindest meistens.
Und das fand ich ziemlich lame. Deswegen dachte ich mir, okay, ich werde die mir auf jeden Fall holen, aber erst dann einsetzen, wenn ich sie wirklich, wirklich brauche. Und dann konnte ich anfangen mit der Pokémon Liga. Und der erste von den Top 4 ist der gute Ulrich und ihr könnt euch schon denken, warum ich hier Durchbruch eingesetzt habe, ne? Weil Unlicht hat schwäche Kampf und deswegen ist der Kampf hier mehr oder weniger geschenkt. Ich werde hier einfach mal ganz schnell den Zeitraffer einblenden von diesem Kampf hier, weil der war kaum der Rede wert. Ich konnte jedes seiner Pokémon sofort one-hitten, ohne großartiges Setup, was wirklich prima war. Und ich hatte hier eigentlich keine wirkliche Gefahr. Das Ding ist, es gab später im Kampf auf jeden Fall Probleme mit Notuska, das mich langsamer gemacht hat, und mit Krebutak, das Schwertanz einsetzen konnte. Aber trotz diesem gegnerischen Setup wollten die gegnerischen Pokémon einfach gefühlt gar nicht angreifen und ich bin hier ohne Probleme wirklich easy durchgekommen. Also der gute Ulrich war schon mal geschenkt, was sehr angenehm war. Durchbruch hat sich hier auf jeden Fall sehr stark ausgezahlt. Die nächste von den Top 4 ist allerdings Antonia und die hat leider ein Geist-Team. Das bedeutet, ich kann mit Durchbruch keinen Schaden machen und mit Rückkehr hätte ich auch keinen Schaden machen können. Ich muss also auf jeden Fall Spukball einsetzen und der ist sogar sehr effektiv und physisch, wie gesagt. Das bedeutet, ich habe schon mal hier mal wieder ein sehr gutes Matchup mir ausgewählt mit diesem Moveset und konnte in den Kampf reinstarten. Das Problem war nur, ihr erstes Pokémon ist ein Zwirklopp, was wirklich unfassbar nervig ist. Also, ich mache hier echt keine Scherze. Das kann Schutzschild, das kann verwirren mit Konfusstrahl und ganz wichtig, es kann Fluch. Und wenn der Fluch hier rauskommen sollte, habe ich sofort den Kampf verloren, also dann habe ich keine Chance mehr, weil ich dann jede Runde so viel Schaden nehme, dass ich mich unmöglich jemals noch gegenheilen könnte. Also dann kann ich den Kampf hier sofort verwerfen und das ist mir im ersten Run auch sofort passiert. Ich konnte hier unmöglich gewinnen und dadurch, dass es halt die ganze Zeit auch wieder Schutzschild spammt und so, kann ich hier nicht mal Schaden rausbekommen. Ich brauchte also wirklich einen Run, wo Schutzschild halt nicht zu sehr spammt und Fluch nicht einsetzen möchte. Und der kam dann auch irgendwann, nach einigen weiteren Versuchen, und dann bin ich weitergekommen bis zu Barnett. Und der Kampf gegen Barnett wäre eigentlich gar kein Problem gewesen, denn es kann zwar Irrlicht und es kann Bummels verbrennen damit, aber auch wenn der physische Angriff dadurch runtergeht, war Barnett so schwach, dass es trotzdem One-Hit war durch Spukball, weil es halt einfach Schwäche hatte. Also Barnett war eigentlich keine Gefahr, doch ihr nächstes Pokémon ist ein Zubiris und das spammt die ganze Zeit einfach Doppelteam, sodass man das gefühlt gar nicht mehr treffen kann und es hat leider aufgrund seiner Typenkombination nicht Schwäche Geist, das ist ganz wichtig und deswegen konnte ich dem Pokémon hier gefühlt gar keinen Schaden machen und dann habe ich auch noch die ganze Zeit diesen Burn-Schaden eingesteckt und noch weiteren Schaden durch die Angriffe von Zubiris und deswegen konnte ich hier auf langem Gesicht auf jeden Fall nicht gewinnen. Ich musste also hier so lange gegen Antonia kämpfen, bis ich einen Run hatte, wo ich weder verflucht wurde, noch verbrannt wurde. Und dann war Antonia auch eigentlich kein Problem, aber es war halt reines RNG und ich musste den Kampf hier wirklich sehr häufig neu probieren, bis es endlich mal geklappt hat, dass ich hier ohne Probleme durchgekommen bin. Doch nach diesen Erfolgserlebnissen kam leider die gute Frosina und das ist die Eistrainerin und gegen die hatte ich wirklich sehr große Probleme und das will ich jetzt mal kurz erklären. Ich werde diesen Kampf hier einfach mal upspeeden und ich würde sagen, die Bilder hier sprechen so ein bisschen für sich selbst. Das Problem ist einfach folgendes. Die gute Frosina ist extrem stark und die hat wirklich gute Eisattacken, die leider speziell sind. Das bedeutet, das Protzer-Setup kann dagegen mich nicht schützen. Den Schaden muss ich also safe einstecken. Und fast jedes ihrer Pokémon beherrscht Hagelsturm und will es auch die ganze Zeit einsetzen. Und zudem kann Phenontor auch noch die Attacke Eissturm, die einen langsamer macht. Und egal was man hier versucht, ne, es ist gefühlt unmöglich, das zweite Seeyong davor aufzuhalten, den ersten Hagelsturm rauszubekommen. Und ab dann geht der ganze Kampf hier den Bach runter. Denn das zweite Seeyong spammt dann die ganze Zeit einfach Blizzard und macht einen komplett fertig damit. Also man kann sich kaum gegenheilen wegen dem Hagelsturm, der die Eisattacken nochmal besser macht. Und selbst wenn man das tot bekommen sollte, kommt ein Phenontor, was ebenfalls dann sehr stark ist logischerweise. Und man kann sich auch hier kaum gegenheilen. Und man kann logischerweise auch jederzeit eingefroren werden, das ist auch möglich. Und ihr letztes Pokémon ist dann ein Valraiser, was nochmal stärker ist, beziehungsweise noch mehr Schaden macht. Ich denke, es ist nicht möglich, diesen Kampf hier zu gewinnen, ohne Doppelteam. Ich muss sagen, ich habe hier wirklich sehr, sehr viele Versuche gemacht, ohne Doppelteam. Aber ich glaube nicht, dass es geht mit diesem Moveset hier. Das kann ich mir ehrlich gesagt echt nicht so ganz vorstellen. Man kann zwar fast alle ihre Pokémon ohne Probleme one-hitten, wegen Durchbruch, dass man wieder hier sehr effektiv angreifen kann gegen Eis, aber man kommt einfach nicht zum Angreifen, wegen dieser sehr krassen Gegenwehr. Ihr habt da wirklich keine Chance. Und deswegen habe ich Protzer an dieser Stelle hier endgültig verlernt, weil ich würde sagen, es lohnt sich nicht mehr, das zu behalten.
weil dieses Setup hier bekomme ich einfach nicht mehr raus. Und das Doppelteam-Setup rauszubekommen, mit größerem Fluchtwert, ist wirklich 10-mal wahrscheinlicher. Und Tagedieb konnte ich so auch behalten, was sehr angenehm war. Und ihr seht hier, das Ganze hat sich wirklich ausgezahlt, also sogar deutlich, muss ich sagen. Denn ich wurde die ganze Zeit über nie gewone-hitted, ne? Das war nie das Problem, aber ich konnte halt die ganze Zeit mich nicht gegenheilen, weil ich jede Runde getroffen wurde. Und wegen Doppelteam werde ich jetzt normalerweise halt nicht mehr 2-mal nacheinander getroffen, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Und somit konnte ich dann einfach so mit 6-mal Doppelteam und Durchbruch ihr gesamtes Team wegsweepen. Und ich muss sagen, es hat auch echt gut funktioniert. Es war sogar hier ein First Try, muss ich sagen. Aber ich denke mal, man kann die auch nach wie vor verlieren, wenn man zu Beginn des Kampfes ein wenig Pech hat. Doch die große Frage war jetzt logischerweise, wie weit ich es noch schaffe ohne Anziehung. Und der nächste Trainer war Dragan. Und das ist ein Drachentrainer, der wirklich stark ist. Und den kann ich nicht sehr effektiv angreifen. Was auf jeden Fall ein Problem ist, weil seine Pokémon auch gut was aushalten. Und deswegen musste ich hier meine AP boosten, so gut wie es ging, mit allen meinen AP-Items. Also ich habe wirklich alles eingesetzt, was ich irgendwie hatte, um nicht irgendwie später Verzweifler einsetzen zu müssen. Und dann ging es los. Und zwar war sein erstes Pokémon ein Draschel. Und das hat mich doch sehr gefreut, ne? Weil Draschel ist halt noch nicht so gefährlich und dagegen kann ich prima Doppelteam einsetzen, und zwar 6 ganze Male, um wirklich mal wieder, wenn es geht, gar nicht mehr getroffen zu werden. Ich muss aber nach wie vor sagen, naja, Doppelteam alleine hilft nicht so sehr. Wenn Anziehung nicht dabei ist, wird man immer noch häufiger getroffen, als man das annehmen würde. Wie auch immer. Gegen Draschel konnte ich aber wirklich leicht überleben und ich hatte ja Tagedieb nach wie vor, von daher war das eigentlich kein Problem. Und sein zweites Pokémon war mal wieder ein Altaria. Und ich war hier wirklich sehr, sehr glücklich, naja, dass es halt keinen Abgesang hat. Von daher muss ich mir darum keine Gedanken machen. Und ich konnte das Pokémon hier auch sehr schnell töten, auch wenn es eine Attacke hatte, die safe trifft, aber es macht halt nicht so viel Damage. Von daher war das vollkommen okay. Und danach, meine Freunde, kam sein Zetraking und das hatte leider die Attacke Rauchwolke, die so ein bisschen halt, naja, meine Genauigkeit senken kann, was immer nervig ist, aber ich konnte damit leben, würde ich sagen. Und auch Zetraking konnte ich hier sehr schnell loswerden eigentlich. Doch dann kam sein Pokémon Libeldra und dagegen haben auf jeden Fall die Probleme angefangen, muss ich sagen. Weil Libeldra kann leider die Attacke Flammenwurf und die kann man wieder verbrennen. Und wenn ich hier verbrannt werde, habe ich einfach keine Chance mehr. Weil ich logischerweise mal wieder etwas weniger Schaden mache und halt einfach jede Runde Schaden nehme. Das bedeutet, wenn die Beldra auch noch immer weiter draufholzt, bin ich halt irgendwann tot, auch mit Doppelteam. Ich kann es auf Dauer nicht ganz überleben. Und da ich halt so wenig Schaden raushaue insgesamt, passiert es halt irgendwann mal, dass der Gegner häufiger mal random nacheinander treffen kann, weil sich der Kampf hier so lang ausdehnt. Doch der nächste Versuch, muss ich sagen, lief deutlich besser, denn da hat es die Beldra nicht geschafft halt, mich zu verbrennen. Und deswegen war die Beldra hier logischerweise auch deutlich schneller tot. Doch sein letztes Pokémon war leider ein Brutalander. Und das hat logischerweise die Fähigkeit Bedroher, dass mal wieder meinen physischen Angriff ein gutes Stück weit senken kann, was mich wieder schwächer macht und, naja, es hält eine ganze Menge aus und ist unfassbar stark. Also wenn dieses Pokémon hier mehrmals nacheinander treffen sollte, bin ich ziemlich schnell down und kann nichts dagegen tun. Ich brauchte hier also wirklich eine ganze Menge Glück, um hier irgendwie siegen zu können. Und was soll ich sagen, Freunde? Ich hatte hier eine ganze Menge Glück und habe hier wirklich im First Try gegen Brutalander gewinnen können, also wenn das hier schief gelaufen wäre, hätte es auch wirklich so richtig schief gehen können, wenn ich halt gegen Brutalander irgendwie über viele Versuche gar kein Land gesehen hätte, aber es ging doch ganz gut aus, würde ich sagen. Doch jetzt, meine Freunde, hatte ich leider ein sehr großes Problem, und zwar Vasili, der Champ, und gegen den brauche ich auf jeden Fall Anziehung, es ist sonst nicht anders möglich. Und warum das so ist, das werde ich jetzt erklären. Unser erstes Pokémon ist ein Wailord auf Level 57 und das ist wirklich unfassbar stark, weil das hat die Attacken von Tränen, Risikotackle und Blizzard, also drei sehr gefährliche Attacken und es kann auch Regentanz, um halt wirklich von Tränen noch stärker zu machen, was wirklich absurd ist. Und wenn dieses Pokémon hier mehrfach zum Angriff kommen sollte, seid ihr safe schnell tot, also nach 3-4 Runden ist es vorbei und Bummels kann diese Attacken nicht mehr überstehen, auch wenn man Tagedieb noch haben sollte. Und deswegen ist es hiergegen fast unmöglich, halt irgendwie ein Doppelteam-Setup rauszubekommen ohne Anziehung. Also, ihr braucht es erst gar nicht zu probieren. Man müsste hier locker irgendwie das Ganze 20, 30 Mal neu starten, bis es wirklich konstant funktionieren kann. Und das ist erst sein erstes Pokémon, ne? Nicht vergessen. Es geht danach noch weiter. Das Ding ist, sein nächstes Pokémon ist ein Tentoxa. Und das hat die wunderbare Attacke Toxin. Und wenn das nur einmal treffen sollte, hat Bummels logischerweise den Kampf sofort verloren. Also, das ist schon mal kein gutes Zeichen.
Man kann also nicht beispielsweise Wailord ganz schnell umbringen und das Setup aufbauen bei Tentoxa, weil das noch gefährlicher ist quasi. Aber okay, mit Anziehung ging es und ich habe auch Tentoxa irgendwann down bekommen. Sein drittes Pokémon ist Kapalurus und das ist ehrlich gesagt kein Problem, aber es kann immerhin Doppelteam, um euch zu nerven. Aber ganz wichtig, Freunde, es kann theoretisch auch die Attacke Egelsamen und wenn das Wummels treffen sollte, hat man auch fast safe verloren. Also auch die Attacke ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil man so logischerweise kontinuierlich immer wieder Schaden bekommt und das ist nie toll bei so einer Challenge hier. Und dann kam sein viertes Pokémon und das war ein Welser und das hat die Fähigkeit Dösigkeit, also kann das Pokémon hier leider von Anziehung nicht betroffen werden und es hat Hyperstrahl beispielsweise, aber auch Erdbeben und Surfer, drei wirklich sehr starke Attacken und zwei davon haben sogar Step, weil das Pokémon hier Wasserboden ist. Aber okay, ich hatte hier, muss ich sagen, etwas Glück und habe das Pokémon auch recht schnell down bekommen, aber dann, meine Freunde, kommt das Gyarados. Und das ist wirklich ein gigantisches Problem, weil Gyarados kann leider mal wieder Bedroher, senkt also mal wieder den Angriffswert und das Pokémon hier ist Wasserflug. Das bedeutet, da ich noch vorhatte, nach der Story gegen Troy zu kämpfen, musste ich logischerweise Durchbruch behalten und das trifft dieses Pokémon hier so gar nicht toll, ne? Es hat nämlich Resistenz. Und deswegen war es wirklich schwierig, Gyarados überhaupt tot zu bekommen und da endet das Problem noch nicht mal, weil dieses Pokémon hier kann Drachentanz und die Attacken Surfer, Erdbeben und Hyperstrahl. Und wenn es hier wirklich mal ein Erdbeben treffen sollte, mit sechsfachem Drachentanz-Boost tut es auf jeden Fall sehr weh und kann euch sogar one-hitten theoretisch, also es wäre auf jeden Fall vorstellbar, würde ich sagen. Und deswegen war Gyarados hier auf jeden Fall ein riesiges Thema, muss ich sagen, weil dagegen musst du erstmal ankommen. Und da endet das Problem immer noch nicht, ne? Weil leider hat der gute Vasili auch ganz, ganz viele Top-Genesungen. Und er setzt die wirklich sehr gerne bei Gyarados ein, selbst wenn das Pokémon hier nur im gelben Bereich ist. Das bedeutet, man kann das Pokémon hier gefühlt gar nicht töten. Es ist wirklich gefühlt unmöglich, es sei denn, man trifft zum perfekten Zeitpunkt einen Volltreffer. Und deswegen ist es wirklich hier reines RNG, ob man den Kampf gewinnen kann oder nicht. Es ist teilweise wirklich tatsächlich leider unmöglich, wenn man nicht genug Schaden macht. Es sei denn, man hätte noch Spukball oder so, was neutral treffen kann, was aber nicht geht, wenn man logischerweise noch gegen Troy kämpfen möchte. Und das wollte ich ja. Aber okay. Nach wirklich unzähligen Versuchen mit Anziehung habe ich es irgendwann mal schaffen können, gegen Gyarados einmal zu gewinnen. Und dann kam Milotic und dieses Pokémon hat mal wieder Toxin. Was ist hier bitte schiefgelaufen? Der Kampf ist wirklich so schwer, wie er irgendwie sein könnte, gefühlt. Und was das Pokémon auch drauf hat, ist Genesung. Und ganz ehrlich, Leute, wenn man wirklich bis hierhin kommen würde, ohne Anziehung, naja, könnte Milotic logischerweise so lange Genesung spammen, wie es möchte, und euch so lange ausdollen, bis ihr keine AP mehr habt, ne? Trotz den ganzen AP-Boosts und so, die ihr bereits inne habt. Also, ich denke, gegen Milotic zu gewinnen, ist ohne Anziehung nicht gerade wirklich realistisch. Und naja, ich muss sagen, der Kampf hier hat mich insgesamt wirklich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ich glaube, ich musste den guten Vasili, selbst mit Anziehung, locker 50 Mal herausfordern, bis ich irgendwie mal gewinnen konnte. Ich habe wirklich zig Stunden gesessen und es war sehr, sehr frustrierend. Und da habe ich noch nicht mal die Zeit mit reingezählt, als ich noch versucht habe, ohne Anziehung hier zu kämpfen, ja, wo ich halt immer wieder an Wailord und Tentoxa gestorben bin. Das war wirklich keine schöne Erfahrung, aber Leute, ich habe es geschafft, ne? Ich habe es geschafft, mit Bummels die gesamte Smaragd-Edition durchzuspielen, ohne Items zu kämpfen und ich muss sagen, ich hätte gar nicht mal gedacht, dass es überhaupt möglich ist. Also, ich hatte stellenweise bei dieser Challenge hier so heftige Probleme, dass ich dachte, das kann nichts werden in der Liga. Aber es hat doch knapp funktionieren können, wegen Anziehung und Doppelteam. Aber ohne die beiden Attacken versucht das erst gar nicht, ne? Ich würde sagen, es ist eigentlich sogar unmöglich. Aber gut, ich würde sagen, das war es noch nicht ganz, denn wir wollen logischerweise auch den Kampf sehen gegen Troy. Und da muss ich sagen, kann man nicht mehr gewinnen, ohne Items in Kämpfen. Das ist leider nicht mehr vorstellbar, weil die AP hier leider nicht mehr mitspielen. Denn ihr habt euch wahrscheinlich Folgendes gedacht, oder? Ich habe hier Durchbruch in mein Moveset reingenommen, damit ich Troy halt wirklich sehr effektiv treffen kann, weil er logischerweise ein Stahl-Gesteins-Team hat. Und ja, das war auch eigentlich mein Gedanke. Das Problem ist nur, die meisten Pokémon von ihm haben so eine Typenkombination, dass man die leider trotzdem nicht sehr effektiv treffen kann, sondern nur neutral. Das bedeutet, man hat gar nicht mal so einen großen Vorteil, wie man zunächst mal denken würde. Und dann sind seine Pokémon auch noch unfassbar krass gelevelt, ne? Sein schwächstes Pokémon ist Lepumentas, Level 75, also das kann sich schon sehen lassen. Er hat ein Panzer-Aeron, ein Amaldo, ein Lepumentas, ein Stolos, ein Vilie und ein Metagross und ich muss sagen, die haben auch alle teilweise echt gute Attacken, ne? Ich meine beispielsweise Panzer-Aeron
halt einfach mal Toxin, ne? Das ist schon sehr gefährlich. Und was soll ich sagen, Freunde? Mit der Attacke Rückkehr wäre dieser Kampf hier noch unmöglicher gewesen. Ganz einfach deswegen, naja, weil er logischerweise seine meisten Pokémon sogar Resistenz gehabt hätten. Und ich hätte sie nicht mal mehr neutral treffen können. Und dann hätte ich logischerweise hier nicht mehr ansatzweise gewinnen können. Ich muss sagen, trotz Anziehung und 6x Doppelteam kann man diesen Kampf hier leider nicht gewinnen, ohne halt einfach Elixiere, Äther oder irgendetwas in der Art zu benutzen, weil ihr habt einfach nicht genug AP für euren Heilungsmove Tagedieb und für euren Schadensangriff Durchbruch. Es geht nicht. Also wirklich, ne? Gerade der Pomentas frisst einfach so viel AP auf, man kann das Pokémon nicht besiegen, es sei denn, man crittet die ganze Zeit. Wenn man theoretisch wirklich in jeder Runde einen Volltreffer landen würde, könnte man hier safe gewinnen, ohne irgendwelche Items einzusetzen, aber wie wahrscheinlich ist das bitte? 1 zu 1 Million? Ich denke nicht, dass das ein Mensch hinbekommen kann. Und deswegen musste ich hier leider Items einsetzen, was ja schade ist, dass ich hier für die Bonus-Challenge leider meine Regel brechen muss, aber was soll ich tun? Ich habe schon locker, keine Ahnung, 50 Versuche oder so gebraucht, um Troy überhaupt so besiegen zu können. Und das mit Items, also ohne Items hätte ich hier bestimmt, keine Ahnung, über 1000 Versuche gebraucht. Das wäre in meinen Augen gar nicht vorstellbar gewesen. Und ohne Doppelteam und Anziehung, naja, brauchen wir jetzt das gar nicht zu probieren, das ist, denke ich, klar. Sehr heftiger Kampf auf jeden Fall, aber das hier war durchaus eine wunderbare ultimative Challenge und der reine Kampf hier, ne, ungeschnitten, war einfach 27 Minuten lang. Nur der eine Versuch, der halt wirklich zum Sieg geführt hat. Das ist einfach nur heftig. Und es zeigt einfach, wie krass diese Challenge war und ich würde sagen, wir kommen auch mal zum Fazit, während dieser Kampf hier noch so ein bisschen am Laufen ist. Ich muss sagen, diese Challenge hier hat mich komplett überwältigt. Ich hätte niemals erwartet, dass das Ganze so unfassbar viel schwerer werden wird als Sonnenkern und Radfratz zusammen. Also meine ersten beiden Challenge-Videos, die waren ein Klacks dagegen. Also ich muss sagen, fast jede Arena war eine Herausforderung und ich habe ständig immer wieder Probleme erfahren müssen und musste wirklich gefühlt 100 Mal oder so mein Moveset ändern. Ihr habt es ja gesehen, ich musste hier oft rumswitchen mit Attacken und so und schwierige Entscheidungen treffen, aber es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und dass ich allein beim Grinden in der Siegestraße ein Shiny getroffen habe, sagt, denke ich, einiges aus, oder? Und ich denke mal, das hier werde ich auch nur sehr schwer toppen können. Also, das war schon eine echt harte Challenge. Aber wie auch immer, nicht alle Herausforderungen, die ich machen werde auf diesem Kanal hier, werden so schwer werden. Also, das war schon echt eine Ausnahme. Und ich würde sagen, auf Dauer wäre das auch zu hart, würde ich sagen. Wie auch immer. Schreibt mir gerne mal eure Meinung und euer Feedback zu dieser Challenge hier in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt euch auch sehr gerne weitere Challenges wünschen, die ich mal auf diesem Kanal hier behandeln soll. Und ich muss sagen, da kommt logischerweise noch einiges in Frage. Aber gut, Leute, denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards und an meinen Yu-Gi-Oh! Kanal. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch sehr gerne ein Like oder so da, weil ich muss sagen, das hier war wirklich unfassbar viel Arbeit. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.